was nur 69,3 Kilo wiegt. Ich will mal sehen, wer das so hochhebt, ey. Ich sag dir, der wird Krankenschein fürs Leben haben. Alter, kannst du mal hochheben? So, Alter, hier sind noch ein paar Sachen, die werde ich euch nur... Sorry. Alter, hatte ich hier 5 Minuten. Das wiegt jetzt schon wieder. Wenn du das einmal so hochhebst, glaub mir, du bleibst... So, dann gehen wir mal weiter. Hi, Dosch. Hi. Wie geht's dir? Danke, gut. Und selbst? Mir geht's super. Und was machst du Schönes? Ich habe von Gedore ein paar Sachen bekommen und die baue ich gerade auf. Festgezogen. Euch geht es bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe von Gedore unglaubliche Werkzeuge bekommen und eine Werkbank bekommen. Aber das zeige ich euch noch alles. Und wir wollten heute auch ein ganz anderes Video drehen eigentlich. Aber ich muss euch diese Werkzeuge zeigen. Ich werde es natürlich in einem separaten Video nochmal machen. Sehr, sehr viele Werkzeuge euch präsentieren. Ihr werdet umfallen. Und Pflicht für jede Werkstatt. So, Eidosch, bevor wir mit deinem Video beginnen hier, wer ist eigentlich nächste Woche auf der Nordic Motor Show? Das ist der 7. und 8. Ne? Samstag und Sonntag, stimmt. Wir werden da sein, vor Ort, mit Eidosch. Wir werden sehr viele Videos da machen, für die Leute, die nicht kommen können. Und ja, es gibt zurzeit ein Gewinnspiel, auf Nordic Motor Show auf ihrer Seite ist unten verlinkt. Da könnt ihr Eintrittskarten gewinnen. Hauptsächlich werden wir natürlich, wir beide, werden auf dem Gedore-Stand sein, ne, Eidosch? Worauf ich mich am meisten freue, ist ja echt, auf dem Stand von Gedore die ganzen Spezialwerkzeuge zu sehen, zu testen. Da wird fachkompetente Mitarbeiter da sein, die auch diese Geräte uns einmal zeigen und präsentieren. Das heißt, ich werde sogar eine Schulung da machen. Ein paar Sachen, was ich euch zeigen muss. Videoskop haben wir hier mit 3,9 mm Blende. Guckt ihr das an, guck mal, wie klein die ist. Eidosch. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Guck mal. Ich finde das voll schön, dass ihre Köpfe so wackeln können. Du siehst du da, ich sehe schon 6 LEDs sind da verbaut. Und jetzt machen wir den mal an. Ich bin mal echt gespannt, wie die Qualität ist. Wow. Guck mal Licht an. Guck mal Licht. Wahnsinn. Guck dir das Licht mal an. Dann zick, zack, zack, zack. Das ist Wahnsinn. Das ist die kleinste Kamera. Guck mal, wie dünn die ist. Guck mal, mit was für einem Winkel. Das ist schon krass. Produktionsdatum ist 4.23, also das ist ganz neu. Aber jetzt, was jetzt kommt, das ist Hammer. Ob das jetzt eine Weltneuheit ist, kann ich nicht sagen, aber das habe ich noch nie gesehen. Hier haben wir auch ein Videoskop, aber mit Reinigungsfunktion. Ich will es jetzt nicht auspacken, aber vielleicht werden wir das auf der Messe auch sehen. Du siehst das hier, du siehst so ein Belter. Klimaanlage, ihr wisst ja, wird kalt, Kondenswasser entsteht, was passiert? Trocknet, es fängt an zu schimmeln. Wenn ihr einmal dieses Geruch habt, wenn ihr die Klimaanlage ausmacht, dann habt ihr das erstmal längere Zeit oder ihr müsst das Ganze einmal, zweimal, dreimal reinigen, damit das Ganze weggeht. Und man kriegt nicht alles sauber. Da hat sich Gedore einfach mal gedacht, wir bauen eine Kamera, wo ihr in diese Schächte reingehen könnt, bis ihr den Wärmetauscher seht und das Ganze da sofort reinigen könnt. Ist das nicht Wahnsinn? Hammer. OP im Auto. Was natürlich auch geil ist, das hier. Jetzt fängt ja wieso jetzt die Reifensaison an. Sagen wir mal ein Beispiel. Das ist ein Stehbolzen, Eidosch. Das ist natürlich jetzt übertrieben. Und dann passt die Mutter nicht mehr richtig drauf. Und ja, was passiert? Das Ganze geht kaputt. Bei manchen Fällen kannst du das gar nicht wechseln, weil du eine komplette Radnabe hast mit Stehbolzen. Da musst du komplett die Radnabe. Genau. Und bei manchen Bolzen zu wechseln, musst du sehr viele Sachen abbauen, um die überhaupt zu wechseln. Und dann wechselt man nicht eine, dann wechselt man alle und so weiter und so fort. Ja, ist natürlich kostenspielig. Und dann, wenn sich dann sowas auffällt, das ist dann immer ärgerlich. Da hat sich Gedore natürlich Gedanken gemacht, was ich Hammer finde. Das muss ich jetzt zeigen, oder? Ich pack das mal aus. Mhm. Da gibt es jetzt auch mehrere. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau das ist.
Und wenn du jetzt deinen Stehbolzen so hast, Eidosch, das Teil machst du dann so schön drauf und dann machst du es fest. Machst du mit dem 32er hier drauf und dann drehst du das Ganze raus. Ich mach's jetzt nicht fest, ne? Und dann am Ende habt ihr dann wieder ein super Gewinde. Es ist kein Gewindeschneider. Er bringt den Bolzen nur auf die alte Form wieder zurück, so dass die Mutter wieder schön drauf passt. Ohne dass irgendwas abgetragen wird. Weil es gibt ja unterschiedliche Größen. Hier hast du Nummer 2, der ist natürlich viel größer. Ach, das ist auch sowas? Ja, klar, das ist das Gleiche. Nur in größer. 612, 611, 622. Das ist ein Exzenterschlüssel, Eidosch. Für Spurstangen, Axialgelenk. Das hier ist der Wahnsinn. Hier, guck mal, so arbeitet das Ganze. Spurstangen, Axialgelenke abzubauen, ist ja immer so eine Sache, ne? Du hast jetzt so ein Axialgelenk, hier ist noch so eine Manschette. Dieser Axialgelenk ist am Lenkgetriebe fest, ne? Ja. Da wird hier so reingeschraubt. Und jetzt wollt ihr eine Spurstange komplett wechseln. Du musst jetzt erstmal die Manschette hier abbauen und dann versuchen, hier dran zu kommen. Ne? Könnt ihr mit Maulschlüssel 32er hier einfach abmachen. Wenn ihr aber Glück habt, bei meisten Fällen hast du das Problem, dass hier unten eine Achse ist. Du kommst mit dem Maulschlüssel gar nicht dran. Also wenn du Glück hast, schlägst du das Lenkrad einfach komplett ein und dann kommst du da irgendwie noch dran und dann baust du es aus. Dann hat man so ein Teil, das ist, ja, wie nennt man das, sagen wir mal, so eine Mütze hier drauf und dann dreht ihr, bis diese, da sind so drei Kugeln drin, bis diese Kugel irgendwie sich verhaken und dann kann man das abbauen und wieder festziehen. Also klappt, ist okay, manchmal klappt es aber nicht. Dann dreht ihr, es klappt einfach nicht. Axialgelenke werden ja in der Regel mit 70 Newton festgemacht. Genau wo du 70 Newton machst, Eidosch, was passiert? Das Ding rutscht aus. Das ist mir so oft passiert. Also ich könnte euch Geschichten erzählen. Ich mache ja Spureinstellungen. Ne? Ich mache auch sehr viele Spureinstellungen für sehr viele Werkstätte. Du willst gar nicht wissen, was ich schon alles erlebt habe. Ich habe Spureinstellungen gemacht, wo ich gesehen habe, dass dieses Axialgelenk einfach nicht fest war. Jetzt kommen wir zu unserem Spezialwerkzeug, Leute. Das Ding ist verbaut, Manschette ist runter. Du machst das einfach hier drauf, drehst das Ganze und guck, was passiert. Zack. Das Ding ist schon fest, Alter. Wow. Ja. Und jetzt kannst du den mit einer normalen Verlängerung, kannst das Ganze jetzt festmachen oder abmachen. Wie du willst. Wenn du abmachen möchtest, andersrum. Auf die andere Seite drehen. Dann machst du es ab. Du siehst das nochmal hier in Aktion nochmal. Zack, so oder zack, so. Das ist ja massiv, das Ganze. Das heißt, ihr könnt das sehr, sehr lange nutzen. Und das Geile ist ja, Eidosch, du kannst alles noch mit einem Drehmoment festziehen. Sehr, sehr wichtig. Wenn du so einen kompletten Spurstange wechseln möchtest, du hast einen Vorteil, komplett rausholen, hinstellen, das Neue holen, zur Seite stellen und dann einfach messen, genau so wieder einbauen. Die Werkstatt hat keine Zeit für eine Spureinstellung. Dann müsst ihr ein, zwei Wochen so rumfahren, sodass der einfach nicht extrem verstellt ist. Aber das werde ich euch nochmal in Aktion zeigen. Für Leute, die das noch bestellen wollen. Das ist ein Must-Have. Ihr wisst, wir haben ja letztens noch diesen Federspanner gemacht. Eingebauten Zustand, den Feder zusammengepresst hat. Natürlich viral gegangen ist. 150.000 Klicks. Dankeschön dafür. Ja, ich habe ja von Gedore geschwärmt, von dem Federspanner. Und hier ist das Ding. Aha. Das ist Wahnsinn. Die musst du jetzt noch irgendwo dran bauen wahrscheinlich. Dieser Federspanner von Gedore kommt hier dran. Das ist das Geile. Wir haben einfach mobil. Federspanner ist hier, Feder ist ausgebaut, drauf, austauschen, rausholen, wieder einbauen. Einfach nur Wahnsinn. Und das ist massiv hier. Was steckt hier drunter? Leute, wir haben hier Radlager. Können wir hier rein- und rauspressen. Radlager Generation 1, 2 und 3. Das heißt, diese normale hydraulische Presse, die braucht man gar nicht mehr. Ihr könnt jetzt alles am Fahrzeug selber machen.
das ist Wahnsinn. Das werden wir natürlich noch alles in Aktion sehen. Vielleicht sogar auf der Messe. Hier braucht man eine Schulung. Da muss man sich echt Zeit lassen und das Ganze einmal lernen. Ein oder anderen Schrauben, die nicht abgehen, Aidosch. Warte mal. So was Kleines hier. Oh. Guck dir das an. Guck dir das einfach an. Das schwer? Könnt ihr. Ja, das ist nicht schwer. Oh, kann man ja zum Trainieren benutzen hier. Ja. Einfach ein Beispiel. Bei dem BMW hier müssen wir ja die Hinterachslager hier tauschen. Einfach nur ein Beispiel. Das ist einfach dieses Werkzeug dafür. Wir können das jetzt so easy tauschen. Das ist unglaublich. Was würde man denn normal machen? Hier, das ist schon mal ein Beispiel. Zerstörmodus. Zerstörmodus. Ja, die sind ja im Grunde genommen... Machst du das? Nein, das war Error. Nein, aber ich muss auch sagen, der war ja richtig kaputt. Also dazu wird es ein Video geben. Der hat solche extremen Geräusche gemacht, das war krass. Also wir dachten echt, die Achse war gerissen, dachten wir hier bei dem. Aber ist es nicht. Die Seite, die war ja extrem kaputt, wo wir den ausgebaut haben. Ja, da ist schon alles rausgeflogen. Aber so werden wir euch das zeigen, wie man das raus und reinpresst. Mit diesem Werkzeug. Bin ja mal gespannt. Das ist Wahnsinn. Dazu. Ja, guck doch mal, wie viele Sachen du hast. Und dann weißt du direkt, guck mal hier. Das hier. Hier hast du das auch. Ah, noch so ein Exzenterschlüssel. Genau, noch so ein Exzenterschlüssel. Ist eigentlich das gleiche oder? Nee, der ist anders. Guck mal, hier zum Beispiel hast du nicht. Diese Rillen hast du hier nicht. Ja, stimmt. Ne? Das ist so, der ist ein bisschen anders. Die Radnabe rauszuholen, Aldosch. Mhm. Was ist das hier? Handcreme? Nee. Um die ganzen Dinger hier nochmal einzufetten. Die sind ja alle eingefettet. Hätte ja sein können, dass man noch einen Schutz für die Hand bekommt oder so. Willst du die Antriebswelle-Schraube abmachen, ne? Ja. Stellst du so ein, deine Schraube, deine Schraube. Machst den fest. Hier, zwei. Ja. Dann lässt du den so auf dem Boden, sag ich mal. Ach, damit er sich nicht mitdreht. Genau, und dann Antriebswellenschraube einfach ab. Ah. Glaub mir, du kannst du bei fast bei jedem BMW Hinterachse benutzen. Das sieht danach aus. Also. Du hast jetzt das. Wer liegt, könnt ihr das dafür benutzen. Wow. Das hat ja nicht doch einen vernünftigen Abzieher, ne? Die ganze Qualität ist made in Germany, Aldosch. Du hast echt Millimeter größer immer. Das ist Wahnsinn. Also so viel habe ich auch nie gesehen. Guck dir das an. Das ist für Radlager genau passend. Es ist Wahnsinn. Also damit zu arbeiten, das ist einfach nur geil. Und überall steht made in Germany. Die wird ihr noch sehr oft in Aktion sehen. Aldosch, oh. Das muss ich euch zeigen, das ist auch Wahnsinn. Ich hatte das sogar letztens noch gehabt. Hier, schöne Grüße an Emre, wenn er schaut. Das ist ein Federspanner. Oh. Na, für etwas kleinere Federn und wenn ihr größere Federn habt. Ich hatte letztens ein Problem gehabt, wo ich bei BMW E92 alles hinten abbauen musste, damit ich die Federn auskriege. Das ist Wahnsinn, weil das hier nicht gepasst hat. Warum, zeige ich euch. Ich zeige euch einen anderen Federspanner. Hier ein herkömmlicher Federspanner, Aldosch. Vielleicht auch viele von euch in der Werkstatt hat. So ein Federspanner. Was du jetzt sofort siehst, ist, wie dünn der hier ist. Wie breit der hier ist. Ja. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Und jetzt kommen wir eigentlich, warum das hier einfach göttlich ist. Das wird ihr sofort selber sehen. Jetzt machen wir den hier runter. Hier ist ein Teller, hier ist ein Teller. Ihr habt die Feder jetzt so runtergespannt, ne? So. Ja. Zack. Und jetzt spannen wir den runter. Jetzt ja, beide zusammengepresst. Er zieht sein Gewinde mit rein. So ist es. Und das ist das Problem. Ach du meine Güte. Hier haben wir kein Gewinde, der rausschaut. Und hier haben wir ein Gewinde, was rausschaut. Und deswegen kriegt man das nicht raus? Nein, ich konnte das nicht. Die Feder kriegst du ja runtergespannt. Das ist ja alles super. Das Problem, das hier... Haut an die Karosserie dann. Was passiert? Ihr müsst
trotzdem alles abbauen, damit die Feder raus muss. Es ist einfach zum Kotzen. Ne, dann macht ihr das, stellt ihr das um. Nein, geht nicht. Ihr müsst das Ganze abbauen. Spannt ihr zu wenig? Das heißt, ihr versucht das Ganze irgendwie anders zu machen, dass das nicht nach oben kommt. Dann bringt es nicht, da habt ihr nicht genug gespannt. Feder ist immer noch unter Spannung. Ihr müsst trotzdem alles abbauen. Hier müsst ihr das nicht. Also hättest du das gehabt, hättest du sehr viel Zeit an dem Tag gespart, ne? Das Ding einfach so runter, so abbauen, Eilosch. Ja. Bei denen kannst du es nicht. Beschädigst sogar die Karosserie damit. Das ist Wahnsinn. Unglaublich. Du brauchst nicht nochmal den Querlenker lösen, du brauchst nicht den Stoßdämpfer lösen, gar nichts. Glaub ich. Nee, ich weiß noch, wie lange du an dem Tag gebraucht hattest. Ja, weil wir alles abbauen mussten. Ja. Diese Federspanner könnt ihr ganz gut für Mercedes benutzen, ja. Du hast da oben ein Loch bei Mercedes. Die haben daran gedacht. Und haben ja, aber auch nur die älteren Modelle. Die neueren jetzt ist ja wieder anders. Ja, hier ist noch ein Wandschrank, genau, wo die ganzen Werkzeuge noch drankommen, auch zum Rollen und so. Voll geil, zeige ich euch noch. Und dann habe ich meine Werkbank noch. Alter, hier. Das ist die Werkbank, wo ihr den ganzen Werkzeug und so noch reintun könnt hier. Ne? Zum Beispiel hier mein Federspanner. Oh, da hast du auch jede Menge Platz, wo du die Sachen. Ja, klar, das ist ja extra dafür da. Ne? Auch hier den Federspanner und so. Den tust du alles hier hin. Alles tust du hier rein. Ja, also, Leute, das Ganze werden wir noch zusammenbauen, wo das hinkommt, Wandschrank und so weiter. Also die werden so eine kleine Gedure-Ecke hier. What? Nächste Woche What? Nordic Motor Show. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch kommt. Wie gesagt, ich nehme mir da Zeit, wir können Kaffee trinken. Also ich würde mich freuen. Kommt einfach rum. Du weißt, dass wir das da noch wegtragen müssen. Ja. Und zusammenbauen genau in müssen. In dieser Stellung. In dieser Stellung. Okay? Auch mal hier ein riesen Dankeschön an Gedure. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftsitz. Bis dann, haut rein. Ciao. Eidosch, danke schön. Ja, bitteschön. Kamera, Eidosch, komm. Kamera weg. Komm.